Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute was auf die Schnelle. Ich möchte mir gern diese quadratischen Untersetzer machen. Und zwar mit dem Web-Effekt. Ich habe mir meine Farben schon angemischt. Ich habe das Ultracast hier gemischt mit weißer Pigmentpaste. Genau. Ups, da gebe ich jetzt nebendran einmal das Rot. Ich habe rote Resin Ink gemischt, Sangria mit Harz und da nebendran Indigo, auch Resin Ink, also ein bisschen kräftiger zu mischen. Dann hier auch wieder weiß. Da mache ich die Farben dann andersrum. Da gebe ich erst das Indigo nebendran. Dann das Rote. Das Weiß habe ich mir jetzt etwas dicker angemischt. So. Und dann mal schauen, ich muss mir das jetzt noch aufteilen, dass es auch reicht. Bin mal mega gespannt, wie das hier webt. Das funktioniert. Mein Augenmaß ist gut. Na, ein bisschen zu viel habe ich noch, aber ich möchte es nicht reinmachen. Bin froh, wenn es ein bisschen dünner ist. Dann gebe ich jetzt hier mal nur das Rote rein. Brauche ich jetzt auf, es ist egal, wenn es in der Mitte zusammenläuft. Das macht gar nichts. Also mir macht das jetzt nichts. Und das Indigo gebe ich hier rein. Okay. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen eine Lücke. Da mache ich noch minimal weiß rein, dass es bis zum Rand geht. Und hier auch. Genau, das reicht. Also mehr möchte ich nicht reingeben. Ja, das ist minimal übrig, das ist in Ordnung. Das ist vertretbar. Okay. Das Ganze gieße ich jetzt mit klarem Harz auf. Verteilen wir das jetzt hier meine vier Formen. Das ist ja wie ausgemessen, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Cool. Mega. Ja, manchmal klappt's. Ist genau aufgebraucht.
Ihr könnt euch auch zum Beispiel Fertiguntersetzer wiegen, da wisst ihr, wie viel Harz ihr braucht. Macht vielleicht minimal mehr. Vorsichtshalber. Und genau, ihr könnt ja immer noch eine kleine Form nehmen und den Rest reingießen. Lieber als zu wenig, das ist dann immer ärgerlich. Jetzt möchte ich mir noch was in die Mitte geben, weil das sieht mir jetzt noch zu leer aus. Was passt denn hier? Passt nur was Silbernes. Was Leichtes wäre auch nicht schlecht. Obwohl, ich habe jetzt mal hier. Ich habe hier solche Kügelchen, solche Nuggets. Und ja gut, rot habe ich jetzt keine, aber die da, ich glaube, die passen. Dann kann ich jetzt mir das ein bisschen verteilen. Das ist gut. Okay. So, dann verteilen wir das ein bisschen. Das machen wir hier. Und wo die beiden Farben drin sind. Sieht noch ziemlich leer aus. Da hat das Weiß ein bisschen überhand genommen. So. Dann dieses hier mache ich auch da rein, wo beide Farben drin sind. Und hier rein. Und ich denke, zu Weiß passt vielleicht noch Silber. Könnte ich noch ein bisschen Silber untermischen. Wo ist mein Silber? Hier ist mein Silber. So. Hier rein. Hier. Ich habe so viele Glasnuggets. Ich kann das im Leben nie aufbrauchen. Ich muss es mal öfters mal benutzen. Na, hier kommt da nicht viel raus, ja. So, okay. Das gebe ich jetzt vorsichtig rein. Passt auf, dass euch die Form nicht verkratzt. Ich hoffe, das geht jetzt überall hier. Das Harz drüber. Versuche das jetzt ein bisschen im Kreis zu machen. Und die Nuggets nach unten zu drücken, dass sie nicht auf der Oberfläche sind. Okay, einmal. Ja, machen wir einfach der Reihe nach. Ich glaube, ich habe sowieso schon Macken auf den der Oberfläche von dieser Form, aber ihr könnt es ja dann nachher domen, euren Untersetzer. Und das ist dann ist auch nicht so schlimm. Mal schauen, dass ihr das alles runtergedrückt habt, runtergedrückt habt und gleichmäßig hier einen schönen Kreis bekommt oder einfach die Form, die ihr möchtet. Hier auch noch runter. Die sind ja schon ein bisschen scharfkantig, da muss man halt schon aufpassen. Oder halt vorher mit etwas Resin vermischen und dann am Schluss reingeben. Dann ist es ja quasi schon ummantelt. So. Schauen, ob alles unter der Oberfläche ist. Hier noch. Das Weiß fängt schon an zu arbeiten. Das bewegt sich schon Richtung Mitte. Bin mal mega gespannt. Irgendwie habe ich da nicht gleichmäßig gearbeitet. Schauen wir mal. Hier habe ich mega viele Steinchen drin. Alles runterdrücken. Das nichts oben.
kleben bleibt. So, das glitzert aber jetzt schön. So. Hier hat es mega viele Bläschen. Das kann man jetzt hier entweder mit dem Heißluftföhn oder mit dem Feuer beseitigen. Einfach vorsichtig drüber. Meistens ist es da, wo zwei Farben aufeinandertreffen. Könnt auch mit dem Heißluftföhn drüber gehen. Aber ich finde, wenn es so schaumige Bläschen sind, geht es mit dem Feuer besser. Aber nur ganz kurz drüber. Also vorsichtig sein, dass euch das Harz nicht verbrennt und die Form nicht verbrennt. Und schon aufpassen. So, jetzt gehen wir einmal mit dem Föhn drüber, dann machen wir den Ton weg. Also mit dem Heißluftföhn kann man schon ein bisschen nachhelfen, dass es ein bisschen mehr Richtung Mitte geht. Aber wenn ihr genau aufgepasst habt, habe ich mir das hier ein bisschen verpustet. Bei diesen zwei läuft es super Richtung Mitte. Hier bin ich noch gar nicht zufrieden. Weiß gar nicht, ob das noch zusammengeht oder nicht. Ja, ist ein bisschen komisch. Manchmal will es einfach auch nicht so. Vielleicht mache ich jetzt einfach mal hier noch ein bisschen Muster rein. Ja. Das ist jetzt, es nervt mich, dass es jetzt hier nicht so schön zugeht. Deswegen trickse ich da jetzt ein bisschen. Wenn es noch zugeht, ist okay. Ich habe einfach ein bisschen hier verwirbelt. Also vom Brand her kommt es jetzt in der anderen Farbe. Also das heißt, das Weiß geht weiter. Hier, hier auch ein bisschen. Das ist mir auch noch ein bisschen offen. So, ich finde, das sieht jetzt cool aus. Was draus wird, weiß ich nicht. Bei diesen zwei sieht es ganz gut aus. Ich denke, das geht zusammen. Ich lasse es jetzt einfach mal stehen und wirken und schauen wir mal, was es gibt. Genau, hier oben die, bei mir ist es oben, bei euch unten die zweifarbigen und hier das einfarbige. Ich hoffe, dass es nicht crackelt. Ich hoffe, dass es webt, also dass es die Streifen gibt. Das gefällt mir jetzt in dem Fall besser. Ein Crackle-Effekt bekommt ihr normalerweise mit Paste hin, Pulver meine ich, sorry, mit Pigmentpulver. Jetzt habe ich eine weiße Paste verwendet und eingefärbt mit Resin-Inks die Farben. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Da war noch was in der Oberfläche, muss ich noch kurz mal schauen, muss man noch mal vergrößern, dass hier nichts übersteht. Normalerweise sind die schon schwer, aber ja, wer weiß. Manchmal hat es jetzt in der Mitte wie so Schaum. Ich hoffe, dass es hier noch zugeht. Hier sieht es schon ganz gut aus. Und bei den oberen ist es jetzt halt wie es ist. Ich hoffe, das geht zu. Weil wenn es so leer ist, sieht immer doof aus.
Aber man kann es halt nicht immer beeinflussen. Genau, also, dann lassen wir es mal stehen. Schauen wir mal, was draus wird. Und ja, freue mich dann, wenn wir es zum Ausformen wiedersehen. Jetzt wird spannend. Dann formen wir die Schätze mal aus. Ich lege sie jetzt gerade mal wieder hier hin. Ich finde es einfach praktischer, wenn sie da schon mal liegen. Sie sind noch ein bisschen weich. Es sind noch nicht ganz 24 Stunden her. Ja, abbiegen sie nur ein bisschen, aber ich lasse sie einfach dann noch flach liegen. Okay, dann fangen wir einfach an. Kurz und schmerzlos. Wow. Cool. Mega Tropfen, seht ihr das? Wow. Mega. Die Mitte ist ein bisschen verschoben. Da hat mein Augenmaß nicht funktioniert. Wow, auch das da. Mega. Wow. Diese Tropfen. Wie so reingeplatscht. Jetzt kommt das Rote. Oh, das auch. Die sehen alle klasse aus. Die Tiefe. Wahnsinn. Bitte, bitte, bitte. Du bist auch noch schön. Bitte, 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 bitte. Ja, geil. Da ist ein bisschen zu viel Weiß hingekommen. Aber sonst. Mega. Sorry. Finde es so klasse. Da werden noch mehr folgen. Das ist eigentlich ganz einfach zu machen. Ja, ich hoffe, das verbiegt sich jetzt nicht so arg, weil ich es jetzt schon rausgeholt habe. Aber, wow, cool. Ich schaue gerade, ich habe hier auf der Oberfläche schon ein paar Pünktchen. Das kommt wahrscheinlich von der Ablage. Muss ich nochmal domen. Aber, wow, gefällt mir. Super. So, so habe ich es mir vorgestellt. Mega cool. Genau, also, dann probiert es aus. Es ist kein Hexenwerk. Ich denke, da werde ich noch mehrere machen. Ich habe so viele Farben und so einfarbig gefällt es mir am besten. Das hat auch was mit diesem Effekt, aber ich tendiere zu einfarbig. Könnte ich mir mal eine ganze Farbpalette machen. Genau, super. Also, dann wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Tschüss.